Glück kommt von innen. Das weiß jeder. Das heißt, ein Furz ist, wie wenn dir dein Darm eine Kusshand zuwirft. So wunderschön wie ein Sonnenuntergang. Für einen kurzen Moment wunderschön und dann für immer verschwunden. Normalerweise. Ich bin Eduardo und ich bin Furzsammler. Ein großer Bestandteil des Furzsammelns ist es, na klar, sie erstmal zu sammeln. Timing und Vorbereitung sind dabei das A und O. Wenn du zu langsam reagierst, dann löst sich das Objekt der Begierde einfach in Luft auf. Man muss immer die richtige Position beachten. Die Anuskontrolle und das leichte Spreizen der Backen. Mit 14 ist es ein bisschen wie mit Fleisch. Die besten bekommst du nur in der Wildnis. Und darum jage ich sie. Es ist manchmal eine heikle Nummer und nicht immer ganz ungefährlich. Aber etwas so Zerbrechliches und Flüchtiges zu sammeln, wie ein Furz, ist nicht ganz einfach. Und darum bringe ich meine Errungenschaften teilweise in einem speziellen Kondensationsprozess von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Früher war ich Parfümmaître, eine der 5 besten Nasen der Welt. Eines Novembermorgens wachte ich auf und konnte nichts mehr riechen. Diese Nase, kein Geruchssinn. Corona. Man merkt oft erst, was man hat, wenn es weg ist. Ich habe einen Traumjob in der Parfümbranche aufgegeben, um Fürze zu sammeln. Das hier ist die Crème de la Crème des olfaktorischen Erlebnishorizonts. Und seitdem ist es mir gelungen, Fürze von einigen der wichtigsten Personen der Welt zu ergattern. Die habe ich wirklich alle selber gesammelt. Den eigenen Furz zu riechen kann sehr nostalgisch sein. Stellt euch vor, ihr ist von eurem ersten Lord of the Rings Marathon. Spätherbst 2009. Genuss ist Furzen plus Zeit. Ich liebe den Duft von Fürzen zu romantischen Anlässen. Er gibt diesen Treffen so eine besondere menschliche Tiefe. Traurigerweise ist nicht jeder offen dafür. Aber das Leben ist zu kurz, um Leuten hinterherzurennen. Mit 14 ist es wie mit der Liebe. Mit zu viel Druck wird es ziemlich sicher scheiße.